Nach den zahlreichen Flops in Sachen Fernsehunterhaltung brüten die ZDF-Oberen darüber, wie es an der Mainzer Showfront weitergehen könnte. Bisher drang von den pausenlosen Elefantenrunden um den erfolglosen Unterhaltungschef Wolfgang Neumann nichts nach draußen. Doch eins scheint festzustehen, die umstrittene Produktion Traumjob wird eingestellt. Die talentfreie Sabrina Fox schließt ihr Arbeitsamt am nächsten Samstag. Ähnliches könnte Cars-Kopf Rudi Carrell widerfahren. Durch sexistisches Verhalten und Busengrapschen aufgefallen, muss der Holländer um den Hauptsponsor seiner RTL-Show bangen. Im Bonner Postministerium wird nämlich laut darüber nachgedacht, bei Carrell auszusteigen. Denn, abgesehen von Carrells offenbar gespaltenem Verhältnis zum anderen Geschlecht, die Quote des Holländers fiel von 6,8 auf 4 Millionen. Aber nun zu erfreulicheren Themen. Hallo und herzlich willkommen bei TVTV. 38. Grand Prix d'Eurovision aus Irland. Ein Blick hinter die Kulissen. Zwei, drei Wochen gibt es da vielleicht eine negative Presse. Und aber das weiß man ja alles im Voraus, wenn du das nicht auf dieses Ding einlässt. Frauenpower mit Powerfrauen. Das allmorgendliche Boulevardmagazin im Fernsehen. Ohne diese 9-Uhr-Show, glaube ich, kann man den Tag demnächst nicht mehr beginnen, weil es wird Stadtgespräch sein. Und nicht nur Stadtgespräch, sondern hoffentlich auch Landesgespräch. Ja. Und ein Ex-Bulle als Pfarrer und Schäfchen gerettet werden wollen, Schwarz greift ein. Das ist vielleicht, die Konstruktion ist vielleicht ein bisschen, hallo, die habe ich auch schon gedreht. Alle Jahre wieder müht sich Europas Schlagerindustrie um den Grand Prix d'Eurovision. Doch Lieder und Einschaltquoten werden immer mieser, die Show immer peinlicher und in Deutschland lockt der angestaubte Sangesstreit gerade noch 3,9 Millionen Unentwegte von den Bildschirmen, trotz der unfreiwilligen Komik, die Ryomini 9 Points zur besten Sendezeit verbreitet. TVTV begleitete die deutsche Altherrenmannschaft Münchner Freiheit nach Irland und schaute hinter die Kulissen des Grand Prix, eine Perspektive, die wesentlich spannender war als alles, was auf der Bühne lief. Wir haben ein Lied gemacht, zu dem wir alle stehen können und das, auch wenn es nicht gewinnt oder wenn es unter ferner Liefen ist, zumindest für unsere deutschen Fans ein gutes Lied sein wird, ohne oder mit Grand Prix. Die ARD ersparte sich dieses Jahr die Entscheidung und bestimmte einfach den deutschen Grand Prix-Beitrag viel zu weit von der Münchner Freiheit. In Irland wurden dann keine Kosten gescheut und so organisierte der MDR Mitte der Woche eine kleine Pressekonferenz, um die deutschen Contestvertreter vor Journalisten und anderen Grand Prix-Teilnehmern ins rechte Licht zu rücken. In Englisch, wir ersparen Ihnen den Rest der Rede von MDR-Unterhaltungschef Bremke. Denn die Ansprache rief bei den meisten Zuhörern nur ein unterdrücktes Gähnen hervor. Frage gab es nur eine. Was erwartet sich die Gruppe vom Song Contest? I don't expect anything success from this event. We just do it for the hell of it. Mit einem Wort gar nichts. Und so folgte eine Pressekonferenz der anderen. Jedes Land gestaltete diese Public Relation Veranstaltung auf seine Art. Bei den Deutschen wurde viel geredet, bei den Maltesern recht viel getrunken und die Portugiesen versuchten es schließlich mit einer Gesangsdarbietung. Immer hofft man, dass dabei Sympathie entsteht, die dann einfließt vielleicht in die Wertung der Jury. Aber wenn man sich dann wieder vorstellt, dass die Jury ja nicht hier ist und dass die Jury eigentlich gar nicht angesprochen werden kann, dann herrscht zwar große Sympathie bei den Kommentatoren, bei den Heads of Teams, bei den verschiedenen Technikern, bei den Fernsehleuten, aber die entscheiden, nämlich die Jury, hat davon ja gar nichts mitbekommen. Gut, sensationell. Also die Münchner sind leibende Burschen. It's a good song. Es ist ein guter Song, eine herrliche, langsame Ballade. Und die Jungs sind auch sehr nett. Especially the singer. Vor allem der Sänger ist ein sehr netter Typ. Wir hatten schon sehr viel Spaß miteinander. And yeah, it's been good. The German band are very nice people. Ich wünsche ihnen toi toi toi, den Burschen. Das ist keine Frage, ich meine, wenn man hinter Österreich Zweiter wird, Burschen, macht euch nichts draus, ne? Das kleine idyllische Städtchen Mill Street war schon Monate vor dem Song Contest in heller Aufregung. Die 1400 Bewohner arbeiteten alle emsig bei den Vorbereitungen zum Grand Prix mit. Ihr Ziel und ihre Chance ist es, Mill Street über die Grenzen Irlands hinaus Popularität zu verschaffen. Es ist einfach traumhaft.
In so einem kleinen Ort wie Mill Street solch eine große Veranstaltung zu verwirklichen. So viele Künstler sind hierher gekommen. Wir sind so stolz darauf. Viele Proben und die tägliche 45-minütige Busfahrt vom Hotel zum Song Contest-Gelände ließen den Interpreten nicht allzu viel Freizeit. Doch vom berühmten Guinness und den trinkfesten Iren waren alle restlos begeistert. Wir waren sehr überrascht auch von den Leuten, die freundlich und nett die uns aufgenommen haben. Wir sind zum Beispiel für diesen kleinen Trailer, den es davor gibt, bevor wir spielen, mit dem Hubschrauber an den See gefahren. Ganz kleiner Ort, der ist uns also aufs Schiff gefolgt und haben gewunken. Dann sind wir alle ins Pub gegangen, der ganze Ort ist mitgegangen. Und bis wir hinterm Horizont verschwunden waren, haben alle gewinkt und die waren wirklich sehr nett und freundlich. Also das hat mir sehr gut gefallen. Der 24-jährige Corse Patrick Fiori, der für Frankreich an den Start ging, verliebte sich förmlich in sein Gastgeberland. Hier finde ich all das wieder, was ich von zu Hause kenne. Liebe zur Musik, Begeisterung, die Songs sind ja wirklich außergewöhnlich und niemand muss sich hetzen, es gibt keinen Stress. Die Menschen nehmen sich noch Zeit füreinander. Man grüßt sich, das ist ja leider sonst nicht mehr so üblich. Wirklich, Irland ist ein großartiges Land. Petit à petit, et c'est bien dommage, quoi. C'est vraiment bien. Et puis en plus, Irlande est une île vraiment magnifique. Die Kroaten, zum ersten Mal beim Song Contest vertreten, versuchten in Irland mit einem Antikriegslied zu landen. Der erhoffte große Erfolg blieb aus. Wir besuchten die schönsten Plätze rund um Killarney, so zum Beispiel den Nationalpark, und wir waren auf einer kleinen Insel, auf der es verschiedenste Gärten gibt. Einen italienischen Park, einen französischen Park. Wunderschön. Es ist hier wie im Himmel auf Erden. Die Idee, den Song Contest in Mill Street zu machen, stammt vom irischen Millionär Noel Duggan. Ihm gehörte das gesamte Song Contest-Gelände und auch die dazugehörige Halle, in der normalerweise Pferdeversteigerungen stattfinden. Er will versuchen, durch den Song Contest den Tourismus an der noch unberührten Südwestküste Irlands anzukurbeln. Von seinen Landsleuten wird er wie ein Nationalheld gefeiert. It costs 2.5 million pounds to Der Song Contest kostet 2,5 Millionen Pfund. Der ganze Komplex hat 4,5 Millionen Pfund gekostet. Diese Halle wurde ja nicht für den Song Contest gebaut, sondern für den Wiederaufbau der irischen Pferdeindustrie, so wie sie das auch in Deutschland alle Jahre über gemacht haben. Die Deutschen, Holländer und auch die Franzosen haben uns nämlich unseren ganzen Stolz genommen. Und wir wollen nun unsere Pferdeindustrie dorthin zurückbringen, wo sie immer war, an die Spitze. Wenn der Song Contest vorbei ist, kommen die Pferde wieder hierher zurück. Die schönsten Plätze von Irland werden nun von Leuten aus aller Welt besucht und wir rechnen damit, dass unser Tourismus nächstes Jahr blühen wird. Der Song Contest bringt viel Geld ins Land und viel Arbeit für die letzten 6 bis 8 Monate. Wir genießen jede Minute vom Song Contest und ich bin selbst sehr verwundert, was wir alles leisten können. Während unserer großen internationalen Pferdeshow im August werden wir 30.000 Menschen hier haben und 2.000 Pferde und Ponys. Der Song Contest ist da vergleichsweise ein Sonntagspicknick. Die Presse lässt selten ein gutes Haar am Eurovision Song Contest. Kritiken wie Tralala EM, Schnulzen-Contest und Weichspüler-Songs sind da zu lesen. Dieses Jahr schrieben Zeitungen sogar, dass der Grand Prix zu einer Kulturveranstaltung der europäischen Schwulenszene geworden sei. Die Interpreten lassen alle Vorwürfe kalt. Sie sind stolz darauf, dabei zu sein. Dem Örtchen Mill Street Town bei Cork stattfindet. Keiner weiß, warum. Manche vergleichen diesen Ort ja auch mit dem Städtchen Pinneberg bei Hamburg. So ungefähr genauso bedeutsam. Bei dem Schwulen-Contest. Ich hätte auch nichts dagegen, aber ich... Wir selber sind es nicht, was soll man da sagen? Ja. Ich kann mir schon vorstellen, dass die Eurovision für viele Leute ziemlich weltfremd ist und makaber. Und dass es eigentlich schon wieder so makaber ist, dass die Schwulen wahrscheinlich den Sens dafür haben und sich, was weiß ich, einen gemütlichen, lustigen Abend vor dem Fernsehschirm machen. So wie beim Musikantenstadl, da sagt, wenn du jeden fragst, ob er Musikantenstadl ist, sagt er nie im Leben. Aber da hat die höchsten Einschaltquoten. Das heißt, auch die darüber schimpfen und die darüber irgendwie blöde Bemerkungen machen, schauen sie dann doch am meisten an. Also. 25 Länder waren dieses Jahr beim Song Contest vertreten. Und hunderte Journalisten aus ganz Europa waren angereist, um mit aktuellsten Interviews und Fotos in ihrem Land aufwarten zu können. Was nicht immer ganz leicht war, denn der Veranstalter traf enorme Sicherheitsvorkehrungen. Und so kam man nur mit guten Beziehungen hautnah an die Interpreten und Promis heran. No press. Sea-Watch over there. That is right.
Die Arbeit für den Song Contest ist wirklich sehr, sehr hektisch und ich bin sehr froh, wenn das heute Abend alles vorüber ist. Wir haben die ganze Woche fast nicht geschlafen, im Schnitt 3 Stunden. Die meisten Leute sind sehr nett. Es gibt zwar auch Leute, die unfreundlich sind, aber das sind auch sonst schwierige Menschen mit Problemen. Aber die meisten Leute sind wunderbar. Gestern hatten wir einen bösen Zwischenfall mit jemandem von der französischen Delegation. Der Franzose regte sich fürchterlich auf, weil sein Ausweis nicht gültig ausgestellt war. Er war so wütend und warf mit dem Telefon auf eine Dame am Informationsstand, aber das war der einzige Zwischenfall. Sonst haben sich alle sehr, sehr gut benommen. Groß waren beim diesjährigen Grand Prix nicht nur die Sicherheitsvorkehrungen, sondern auch der technische Aufwand. Die Pferdearena musste in ein Fernsehstudio verwandelt werden. Und dafür brauchten die Iren unter anderem 102 Kilometer Kabel, 100 Mikrofone, 800 Scheinwerfer, 11 Kameras und einen 50 Meter hohen Kamerakran. Wir haben ca. 250 Leute, Bühnenbildner, Techniker und so weiter. Manche kamen schon vor 2,5 Monaten hierher. Wir begannen mit den Vorbereitungen für den Song Contest schon vor 6 Monaten. Und schließlich arbeiten noch 100 Leute aus der Region mit. Es ist, als ob man ein Fußballmatch überträgt, allerdings mit 25 Teams. Und sie alle haben verschiedene Mentalitäten und offensichtlich wollen alle gewinnen. Es ist also sehr schwierig. Ein Fußballmatch plant man 2 Wochen. Wir haben den Song Contest 6 Monate vorbereitet. Am Abend vor dem großen Auftritt war die Stimmung bei den meisten Interpreten nach wie vor gelöst. Es wurde wie auch an allen anderen Tagen davor jede Menge getrunken und gelacht. Und vor 2 Uhr früh fanden die wenigsten ins Bett. Die Nervosität, also speziell bei mir, ist ungefähr so wie bei einem Live-Auftritt, wenn man ein neues Programm vorstellt. So der Adrenalinspiegel etwa in der Höhe. Ich bin nicht wirklich ausgeflippt und ich bin nicht wirklich nervös und hin und her. Es kommt sicherlich am Abend, dann kommt dann die Anspannung, dieses Kribbeln, aber es ist nicht so wie vorher, dass du wirklich schon Stimmprobleme kriegst vor lauter Zittern. Nämlich. Endlich ist es soweit. Samstag 20 Uhr Ortszeit. Das Spektakel kann beginnen. Unruhig warten die Sänger im Green Room auf die Punktevergabe und für viele sieht das Resultat schließlich traurig aus. Das große Fragen beginnt. Wer oder was war schuld am schlechten Abschneiden? Germany 8 points. Germany 8 points. Almania 8 points. Stichwort Bosnien-Herzegowina. Das politische Spektakel finde ich nicht das richtige Forum hier für sowas. Aber es ist verständlich. Verständlich ist es ja, aber andererseits, das ist ein bisschen, damit Punkte zu holen, finde ich halt nicht gut. Ja. Sonst breche ich mir das nächste Mal einen Arm und komme mit Gips auf die Bühne. Ja. Gibt auch ein paar Punkte mehr. Die Stimmung bei den Iren steigt von Punkterunde zu Punkterunde. In den Pubs geht die Post ab. Erstmals heißt es hier Sperrstunde nach 23 Uhr. Das deutsche Lager fühlt sich ungerecht behandelt. Alemannia 2 points. Alemannia 2 points. Germany 2 points. Lotterieaspekt bei der ganzen Sache. Man, du hast von mir aus ein gutes Lied und die politischen Aspekte spielen so eine starke Rolle, dass man gar nicht mehr sagen kann, ja, das Lied hat gewonnen, sondern eben die Politik. Oder ob jetzt das Land irgendwie ein paar Credits hat oder ob das Land jetzt sympathisch ist im Moment oder unsympathisch. Nur für eine scheint die Welt vollkommen in Ordnung zu sein. Die 25-jährige Irin und ehemalige Bankangestellte Niamh Kavanagh würde an diesem Abend am liebsten die ganze Welt umarmen. Ich hatte nie mit dem Sieg gerechnet. Ein paar Länder gaben uns 12 Punkte, andere nur einen. Wir waren wahnsinnig nervös und als wir die letzten Punkte bekamen, fiel mir ein großer Stein vom Herzen. And finally, Ireland.